1851 stellte der deutsche Internist Karl Reinhold August Wunderlich, nachdem er die Achselhöhlentemperaturen von 25.000 Patienten in Leipzig erfasst hatte, fest, dass die Normaltemperatur des menschlichen Körpers 37 Grad beträgt. Diese Messung ist bis heute Standard. Nun hat aber eine Gruppe von Wissenschaftlern der Stanford University in den USA die Temperatur amerikanischer Bürger von 1860 bis heute ausgewertet. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist recht beunruhigend. Nachdem die Wissenschaftler 677.423 Temperaturmessungen verschiedener Personen untersucht und analysiert hatten, stellten sie zweifellos fest, dass die durchschnittliche Körpertemperatur der US-Bürger stetig um 0,03 Grad alle 10 Jahre abnimmt. Für diese Studie analysierte das Team Temperaturen aus drei Datensätzen aus verschiedenen Zeiträumen. Die erste Gruppe erfasste die Temperaturmessungen der Veteranen aus dem US-Bürgerkrieg. Weitere Ergebnisse stammen aus Daten, die im Rahmen der nationalen Gesundheits- und Ernährungsuntersuchung zwischen 1971 und 1975 gesammelt wurden. Bei den aktuellsten Angaben handelt es sich um Daten von erwachsenen Patienten, die zwischen 2007 und 2017 ärztliche Dienste in Stanford in Anspruch nahmen. Anfangs dachten die Ärzte, die die Temperatur untersuchten, dass es sich lediglich um einen Messfehler der alten Thermometer handelt. Sie konnten die Ergebnisse der Aufzeichnung einfach nicht glauben, weil sie nicht verstehen konnten, aus welchem Grund die Temperatur fiel. Jedoch konnten sie feststellen, dass die Temperatur tatsächlich rückläufig war. Alle 10 Jahre ist die Körpertemperatur der Amerikaner im Durchschnitt um 0,03 Grad gesunken. Die in der Zeitschrift New Scientist veröffentlichten Daten sind unglaublich. Die Körpertemperatur der heutigen Männer ist 0,59 Grad niedriger als die der Männer, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts geboren waren. Bei den Frauen begann die Messung ihrer Körpertemperatur einige Jahre später, in den 1890er Jahren. Die Temperatur ist auch bei den heutigen Frauen zurückgegangen, wenn auch etwas weniger als bei den Männern. Der Rückgang betrug durchschnittlich minus 0,32 Grad. Nach Angaben der Zeitschrift liegt die durchschnittliche Körpertemperatur derzeit bei 36,6 Grad und nicht bei 37 Grad, wie es eigentlich sein sollte. Könnte es sich um einen Fehler bei den Messungen handeln, der auf die Verwendung alter Thermometer zurückzuführen ist, deren Genauigkeit nicht so exakt war wie die aktuellen? Zuerst ging man wohl davon aus, jedoch stellte man fest, dass der Temperaturabfall real ist und nicht das Ergebnis mangelnder Präzision der alten Fieberthermometer. Denn der Rückgang ist auch in den neuen Aufzeichnungen zu sehen, bei denen modernere und genauere Thermometer verwendet wurden. So konnten sie ohne Umschweife feststellen, dass die Veränderung der Temperatur von der Zeit Wunderlichs bis heute ein historisches Muster widerspiegelt und es keine Messfehler gibt. Die Wissenschaftler können sich die Ursache für diesen Temperaturabfall nicht wirklich erklären. Und obwohl sie mehrere Theorien in Betracht ziehen, lässt sich bislang keine davon bestätigen. Wir fragen uns, ob die Körpertemperatur bereits aufgehört hat zu sinken oder ob sie in den kommenden Jahren weiter sinken wird. Und wenn ja, wäre es interessant zu wissen, was die Grenze sein wird, beziehungsweise was überhaupt die Ursachen für diese rückläufigen Tendenzen sind. Denn viele Enzyme und Stoffwechselprozesse benötigen eine konstante Körpertemperatur von 37 Grad, um unter optimalen Bedingungen funktionieren zu können.